Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Männerkarte, eine Fußballkarte. Ich habe mir dazu eine DIN Lang Größe als Standardform ausgesucht, habe sie aus Aquarellpapier weiß vom Action zurechtgeschnitten, gefalzt und mir dazu passend einen Aufleger aus grünem Kartstock und eine Mattung in Schwarz geschnitten. Jetzt legen wir das Ganze in die Stempelhilfe ein. Und ich habe hier von Studio Light einen Stempel, den benutze ich als Grundmotiv quasi ziemlich mittig auf meinem Cardstock. Das ist übrigens Leinen-Cardstock vom Action. Das heißt, der hat so ein bisschen Leinenstruktur, ist also kein normales Tonpapier oder Tonkarton. Ich habe hier ein weißes Stempelkissen von Gina K. Und damit färbe ich den Stempel großzügig ein und versuche die Farbe halt gleichmäßig zu verteilen. Das weiße Stempelkissen ist ein Pigmentstempelkissen. Ich drücke das Ganze natürlich aufs Papier drauf. Ich habe hier so eine schöne Hilfe dafür, damit das alles gleichmäßig ist. Mit einem Falzbeil habe ich das Ganze gerade festgehalten, angehoben und so kann ich auch eine zweite Schicht drüber stempeln, ohne dass mir das Papier verrutscht. Damit wird das Pigment etwas kräftiger und weißer, sag ich mal. Am Ende sieht man davon zwar nicht viel, aber das war so meine Grundidee. Damit habe ich gestartet. Natürlich wie immer ein bisschen Wasser dazu und sauber machen, bevor ihr den Stempel wegräumt. Dafür benutze ich stinknormales destilliertes Wasser und ein Mikrofasertuch vom Action. Ich habe hier noch ein Stempelset von Dixiecraft. Das ist einmal ein Schatten und dazu auch ein, ich sag mal, Outline-Stempel. Ich habe ungefähr überlegt, wo ich das Motiv haben möchte. Das wird eher auf der linken Seite sein und versuche jetzt auf der rechten Seite etwas das Ganze etwas interessanter zu gestalten. Und stempel erstmal nur den Schatten von einem. Ich habe den Schatten mit dem gleichen weißen Pigment Stempelkissen eingefärbt und stempel mir das auf meinen Hintergrund. Jetzt könnt ihr auch etwas die Struktur von dem Papier erkennen. Das kommt jetzt auf dem weißen besser zum Vorschein. Ich habe mir eine zweite Position für für den Abdruck überlegt und habe das quasi versetzt noch etwas gestempelt. Auch hier zweifach, damit das Ganze auch etwas weißer oder so weiß, wie ich es gerne hätte. Man könnte auch ein drittes, viertes, fünftes Mal versuchen, wenn man möchte, ist aber in dem Fall nicht notwendig. Ich habe auch in der linken Ecke einen Teil von von dem Hintergrund bzw. vom Schatten des Fußballs angesetzt. Da sieht man hinterher nicht, aber das war halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Das ist halt so die Entstehung und deswegen kann ich euch nur das zeigen, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Gefallen, ja, bisschen. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber ja, das ist ja halt immer ausprobieren und wer gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Jetzt benutze ich also die Outline. Bevor ich damit weitermache, trockne ich erst meinen Hintergrund. Das Pigment Stempelkissen braucht viel, viel länger, um zu trocknen, als irgendein Dye-Ink oder Tusche, wie auch immer. Deswegen den Heißföhn einmal. Ihr seht ein bisschen, dass das Papier sich gewellt hat, aber nicht so drastisch. Ich platziere jetzt die Outline. Und ich habe mich entschieden, das Ganze zu embossen. Und dafür muss man natürlich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, der bestempelte Bereich wird mit einem antistatischen Kissen eingestreut und mit dem Versamark stempeln wieder drüber. Jetzt muss das Ganze natürlich. Also ich hebe es mir an, damit ich sehen kann, ob ich wirklich alles getroffen habe. Anscheinend nicht, deswegen habe ich wieder auch ein zweites Mal angesetzt. Mit einem schwarzen Embossingpulver von Nelly Snellen habe ich das Ganze großzügig bedeckt. Klopfe mir alles, was sozusagen über ist oder was ich nicht haben möchte, ab.
Und jetzt das Ganze an die Seite und mit dem Heißföhn von unten erhitzen. Es dauert immer einen Moment, bis das Pulver anfängt zu schmelzen. Jetzt bin ich etwas außerhalb der Kamera, es tut mir leid. Und ja, jetzt seht ihr ein bisschen, dass es auch glänzt. Alles beiseite, wieder Stempelhilfe zur Hand und wir haben noch zwei Bälle, die sozusagen in demselben Verfahren jetzt noch gestempelt werden. Also wieder erstmal positionieren, mit dem Versamark einfärben, abdrücken. Auch hier habe ich eine zweite Schicht aufgetragen und gerade dann solltet ihr auf jeden Fall mit einem Falzbeil, Lineal, irgendwas Flachem euer Papier mit festhalten, wenn ihr denn die Klappe hochhebt. Dann verschiebt sich nichts und ihr habt hinterher weniger Frust, sag ich mal. Na gucken, ob wir das jetzt besser im Bild haben. Ach, hier habe ich sogar außerhalb des Randes Pulver gefunden. Wenn ihr genauer hingeschaut habt, habe ich auch vergessen, mit dem antistatischen Kissen das Ganze vorher vorzubearbeiten. Und da ist es leider schon so, dass das Pulver auch oft da hängen bleibt, wo man es gar nicht haben möchte. Das ist jetzt eigentlich nur der Hintergrund, deswegen müssen wir da auch nicht allzu präzise arbeiten. Aber vielleicht schaffe ich es ja beim dritten Mal. Ach, schau mal an. Das war das antistatische Kissen. Jetzt natürlich wieder den Stempel passend ausrichten. Mit Versamark einfärben. Anheben. Zweites Mal, einfach um sicher zu sein. Es ist ein strukturiertes Papier. Das Leinenpapier ist halt kein flaches und gleichmäßiges, sondern es hat wirklich schon eine eigene Struktur und da ist es halt manchmal auch gar nicht so einfach drauf zu stempeln. Ich glaube, das ist das Beste. Also von unten erhitzen und in gleichmäßiger Bewegung das Ganze. Und wenn ihr seht, dass eine bestimmte Stelle schon erhitzt ist und schmilzt, dann weiter. Ich habe noch ein, ich sag mal, Männer-Set von Forever Friends. Da habe ich auch einen Fußballer mit drin, aber den habe ich schon mal verarbeitet und ich wollte gerne was Neues. Deswegen kommt heute wirklich nur der kleine Ball zum Einsatz. Erst habe ich überlegt, dass ich mir das Ganze so wie vorher auch schon schwarz embosse und habe dann den Ball erstmal so ein bisschen mit Abstand platziert, die Stelle vorbereitet, mit dem Versamagic gestempelt und dann habe ich mir das Ganze angeguckt und ich fand den Wassermark-Effekt sozusagen. Das sieht ja sozusagen aus, wie als ob ich mit derselben Farbe drauf gestempelt habe. So toll, dass ich das so gelassen habe. Und ich habe kein Pulver drüber gestreut. Das heißt, ihr könnt das Versamark, so wie das auch heißt, als Wasserzeichen Stempelkissen verwenden. Und das habe ich auch mehrmals gesetzt. Wie ihr seht, lasse ich bewusst die linke Seite bzw. jetzt in dem Fall den unteren Bereich des Papiers leer, weil ich weiß, dass mein Motiv eine große Fläche davon bedecken wird und ich muss ja nicht mehr Arbeit mir selber machen als notwendig. Auch nach dem Wassermark-Stempelkissen immer eure Stempel hinterher sauber machen, dann habt ihr viel länger was von. So. Das war jetzt auch mehr oder weniger ein Experiment. Hier ist meine Kiste, wo ich immer drinne sprenkle, spritze und. Ich habe die Acrylic Spray Paint, also Acrylfarbe in Sprühflaschenform vom Action. Ich schraube sie mir immer auf und tropfe quasi nur mit dem, ja, mit dem Schlauch, sozusagen mit dem Rest, was an Farbe an diesem Schlauch sozusagen überbleibt, direkt aufs Papier. Da ich dann nicht nur mit dem einen Farbton in Grün arbeiten wollte, muss auch hier erstmal das Ganze getrocknet werden. Das Grün ist ziemlich identisch mit der Farbe des Papiers, deswegen ist es vielleicht nicht so groß auffällig. Jetzt habe ich das Weiße, was ich schon länger besitze. Das ist von Dilution. Von der Firma Ranger müsste es sein, glaube ich, wird hergestellt. Ja, genau. Und das heißt auch Inkspray White Linen, also weiße Leinen, also weiße Farbe an sich. Auch da
schraube ich nur den Kopf auf und sprenkel mir mit dem Kopf sozusagen die Punkte hin. Anscheinend habe ich ein Stück des Filmmaterials nicht aufgenommen. Und zwar haben wir bei den Action-Acryl-Spray-Paints auch noch Schwarz, das habe ich benutzt. Und wir haben auch noch ein Metallic-Silber. Das habe ich auch verwendet. Da mir die Sprenkler irgendwie zu groß waren, jetzt direkt mit der Nase, habe ich mir einen Acrylblock zu Hilfe genommen und habe ein bisschen von der Farbe mit einem feinen Pinsel direkt gesprenkelt. So könnt ihr halt auch die Größe eurer Sprenkler, ich sag mal, ein bisschen kontrollieren, weil richtige Kontrolle hat man nicht. Es spritzt wirklich wie Sau, spritzt überall hin, auch da, wo man es eigentlich gar nicht haben möchte. Aber so kann man zumindest die Größe etwas kontrollieren. Und ich finde, große Sprenkler sind ja schön und gut, aber kleine, filigrane mag ich halt auch ganz gerne. Das ist das Metallic Silber übrigens. Auch da erstmal mit der Nase größere Sprenkler. Und dann habe ich mich entschieden, auch hier mit dem Pinsel, den ich zwischendurch natürlich sauber gemacht habe, auch noch ganz feine Sprenkler zu setzen. Und gerade dieses Metallic, beziehungsweise ist es ja eigentlich Acrylfarbe, die etwas verdünnt ist, damit man sie auch sprühen kann. Und ich bin nur kein Fan, wenn man mit der Sprühflasche direkt drauf drückt, dann hat man eine Fläche bedeckt. Und Sprenkler finde ich filigraner und feiner und deswegen arbeite ich halt lieber direkt mit dem Flaschenhals sozusagen oder halt mit einem Pinsel. Das, was ich an dem Acrylblock noch an Farbe hatte, habe ich mit weißem Schmierpapier aufgenommen und das kann man später für Streudeko benutzen oder irgendwas zum Ausstanzen. Also bloß keine Farbe verschwenden. Und ja, und das ist, ich habe immer irgendwelche Reste irgendwo rumfliegen und weiß nimmt halt jede Farbe gut an. Natürlich auch hier sauber machen ist immer wichtig, euer Embossing-Pulver. Ich habe vorher das Papier zum Auffangen benutzt und jetzt kommt das Ganze wieder zurück in den Behälter. Also ihr könnt wirklich mit so einer kleinen Dose sehr viel embossen, bis euch der Container wirklich leer geht. Also das ist sehr ergiebig. Hier ist übrigens auch das Motiv von Paper Shelter, was ich mir ausgesucht habe. Es heißt The Goalkeeper, also Torhüter. Und ich habe dazu passend schon ja, den Schatten sozusagen, beziehungsweise die Mattung in Schwarz gestanzt. Ich habe auch dafür einen feinen Rahmen. Das Motiv selber ist zum Beispiel auch mit einer Stanze vom Action gestanzt. Die habe ich schon ziemlich lange. Das war mit einer der ersten. Und ja, der habe ich auch aus Papierresten gestanzt und in drei oder vier Schichten übereinander geklebt. Meistens ist es einmal das Motiv und drei Schichten Pappe darunter. Hab jetzt aus dem weißen Rahmen die ganzen einzelnen Elemente rausgeholt. Hier ist auch das Stempelkissen, was ich benutzt habe. Das ist natürlich auch immer fein aufgeräumt, weil es geht so schnell, dass euch die Sachen selbst auf dem Tisch verschwinden. Also, ich habe hier so ein transparentes Fähnchen aus Transparentpapier gestanzt, aufgeklebt, auf der Rückseite mit Tesafilm und von dem Papier, was ich auch als Kartenaufleger benutze, hatte ich noch einen Streifen abgeschnitten. Davon habe ich mir ein Stück abgerissen und dann hinter das Motiv geklebt, auch mit Tesafilm, mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Ja, Halleluja, ich habe tatsächlich Nachschub gekauft. Wird das Ganze dann jetzt auf die Mattung in Schwarz aufgeklebt. Die Mattung ist auch genauso mit demselben Stanzset gearbeitet bzw. ausgestanzt. Ja, es ist relativ alt. Ich weiß nicht, ob das jeder zu Hause hat, aber ihr habt bestimmt irgendwelche Quadrate oder was hier auch gut aussehen würde, wäre auch ein Kreis. Man kann natürlich auch nicht nur das Motiv benutzen, man kann jedes Mögliche benutzen, was man zur Hand hat. Ich habe hier das Tonpapier ein bisschen eingedrückt, mit dem Finger bearbeitet, so ein bisschen kaputt gemacht, sage ich mal, damit es ein bisschen mehr
Struktur kriegt. Auch das wird jetzt auf den ausgestanzten Rahmen, dieser müsste aus weißem Aquarellpapier sein, aufgeklebt. Auch hier benutze ich wieder die Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Das Motiv selber ist relativ groß und verdeckt ja schon wirklich, ich sag mal, ein gutes Drittel. Ich habe auch noch Happy Birthday und die einzelnen Wörter, die oder die einzelnen Buchstaben, die das Wort Yannick bzw. den Namen Yannick ergeben. Das ist nämlich das ist der Name des Beschenkten. Hier gucke ich, dass alles getrocknet ist. Den Rest habe ich jetzt mit einem Schmierpapier aufgenommen und klebe mir das Ganze jetzt mit Klebestift auf die schwarze Mattung, damit ich das hinterher auch noch nähen kann. Würde ich zum Beispiel jetzt das Nähen weglassen, würde ich direkt mit Flüssigkleber dran gehen und mit doppelseitigem Klebeband. Aber das verträgt meine Nähmaschine halt absolut nicht. Mit doppelseitigem Klebeband zerstört durch die Nadel und das verklebt alles. Damit das Ganze ein bisschen flacher sitzt, habe ich jetzt mit dem Brayer das Ganze mit einem Schmierpapier bedeckt und glatt gestreicht. Wie ihr seht, ist das jetzt alles schon mal genäht. Ich habe schon ein paar Schmucksteine mir zurechtgelegt. Hier ist ein Stück Washi-Tape, was ich so ein bisschen auf meine Haut und auf meine Kleidung gedrückt habe, damit das nicht allzu stark klebt. Das an der Linie ausgerichtete Wort bzw. den Namen Yannick habe ich jetzt mit dem Washi-Tape aufgenommen. Und dann weiß ich, wenn ich es aufklebe, bleibt es in Reihe und Glied und ich hätte es gerne gerade. Deswegen ist das immer so ein schönes Hilfsmittelchen. Ich habe hier auch wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber und klebe meinen Rahmen direkt aufs Papier. Dadurch, dass das Motiv schon erhöht ist, fand ich das schon relativ ausreichend. Man könnte natürlich, wenn man möchte, hier auch noch mit Pappe arbeiten oder mit Schaumklebeband, aber ich wusste, dass ich auch noch das Wort Birthday, zum Teil habe ich das ja, also sagen wir mal so, ich habe die erste Schicht aus einem schwarzen Karton gestanzt und ab dem Buchstaben I habe ich das Ganze aus weißem Karton gestanzt und drunter geklebt. Das heißt, der Buchstabe B hat nur eine Schicht und das restliche Wort ist vier Schichten oder vier Lagen Papier. Und die habe ich dann halt übereinander geklebt und jetzt die letzte Maßnahme ist halt wirklich mit Flüssigkleber den Buchstaben B direkt aufs Papier zu kleben und der Rest ist halt erhöht und hat ungefähr die gleiche Breite wie das Motiv und passt sich halt sehr gut der ganzen Karte an. Habe das Ganze mit einem Taschentuch festgetupft, damit bloß kein Kleber mir irgendwo rumsüfft. Das Wort Happy habe ich dann oben drüber gesetzt. Ich meine, ich bin ein Fan von Wörtern und Buchstaben und so weiter, aber es muss halt auf den ersten Blick lesbar sein. Wenn man die Wörter zu weit auseinanderzieht, dann wirkt es nicht so, als ob es eine Einheit wäre. Ich habe deswegen auch bewusst Happy in Weiß gestanzt, Birthday in Schwarz und dann den Namen wieder in Weiß. Es sind auch verschiedene Stanzfirmen im Grunde. Das Happy ist von Gina Kay, das Birthday ist von Alexandra Renke und ich meine, die Buchstaben habe ich von einem Action-Set. Das ist so eine Art Comic-Schrift, sage ich mal. Hier habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich durch das Washi-Tape nicht gut sehen konnte. Aber es hat am Ende trotzdem hingehauen und es ist relativ gerade. Natürlich auch wie immer mit einem schweren Glasblock das Ganze beschweren und andrücken, damit das halt auch gut auf dem Papier sitzt und sich nicht wieder anlösen kann. Ich habe zuerst mit den großen Elementen, das sind Standardpailletten, sage ich mal, angefangen. Die sind in Metallic Grün, was ja ganz gut zu dem gesamten Projekt passte. Ich werde jetzt mich halt nicht mehr auf die Reihe kriegen, aber ich meine, es war ein ganz bestimmter Verein, der die Farben Grün, Schwarz und Weiß hat. Ich habe es mir irgendwo definitiv notiert, aber
das ist jetzt nicht so wichtig. Man kann natürlich das dem Beschenkten anpassen. Für Borussia Dortmund zum Beispiel schwarz-gelb arbeiten und so weiter und so fort. Nachdem ich die großen Elemente schon mal verteilt habe, habe ich dann in, sage ich mal, etwas nahe dran, dann transparente Konfetti-Elemente, die haben kein Loch, die sind auch etwas kleiner als die normalen Pailletten, verteilt. Natürlich setze ich erst Klebepunkte, wo ich dann ungefähr denke, dass das passt. Der Hintergrundstempel hat ja so ein bisschen was von, ja, ich sag mal, es bedeckt die Mitte und hat durch die Bälle zum Beispiel so einen leichten Verlauf gekriegt. Und ich folge halt dem Ganzen so ein bisschen, wenn man versteht, was ich überhaupt meine. Das sogenannte optische Dreieck ist in dem Fall zum Beispiel ein sehr schmales Dreieck geworden. Aber ich fand zum Beispiel der Ball oben, der embossed ist, hat ja schon irgendwie so eine kräftige Wirkung und hat mich dann halt eher um die Buchstaben bzw. um die Wörter herum orientiert. Und als Kontrast dann noch sozusagen links noch beim Fähnchen noch ein bisschen mehr Deko verteilt. Schmucksteinchen in 2 mm in Grün sind sozusagen der krönende Abschluss für meine Dekoration. Ich finde, auch auf Männerkarten kann man ein bisschen Bling verteilen. Da finde ich zum Beispiel Blümchen eher unpassend und ja, die sind so klein, die fallen fast gar nicht auf, aber es gibt halt dem Ganzen ein bisschen Glanz und Interesse. Jetzt natürlich das Ganze auch auf den Kartenrolling aufkleben. Dafür habe ich mir passend ein Stück Pappe zurechtgeschnitten. Ach so, allgemein. Die Langkarte hat eine Grundfläche von 21 mal 20,8 cm. Die ist bei 10,4 gefalzt. Dann die schwarze Mattung hat 10 mal 20,6 cm und der Aufleger ist dann 9,6 mal 20,2 cm. Das packe ich euch aber auch in die Infobox. Die Pappe, die ich übrigens auch auf die Auflegergröße zurechtgeschnitten habe, wird jetzt wie immer mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber bedeckt. Hier kann man schön flächig arbeiten, denn das ist sozusagen das Einzige, was die Karte dann mit dem Aufleger verbindet und dem Ganzen aber auch ein bisschen Höhe gibt. Das ist auch ganz dünne Pappe, 1 mm ungefähr. Wie immer, ich habe das von irgendwelchen Papierblöcken, Rückwände aufbewahrt und damit arbeite ich schon seit Ewigkeiten und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Das Ganze andrücken und natürlich noch die Rückseite, wieder dasselbe Prinzip, doppelseitiges Klebeband verteilen und mit Flüssigkleber das Ganze verstärken. Dann habt ihr auch die Sicherheit, dass die Karte nicht auseinanderfällt, auch nach ein paar Jahren nicht. Ich habe manche Karten, die sind schon wirklich, ja, inzwischen schon über 15 Jahre alt und die halten. Ich meine, ich habe zwar ein gewisses Vertrauen zu dem doppelseitigen Klebeband, aber die Kombination mit Flüssigkleber ist halt auf jeden Fall besser. Früher habe ich zum Beispiel mit Teppichklebeband gearbeitet, weil es eine schöne, kräftige Klebekraft hat. Das hat aber den Nachteil, wenn ihr zum Beispiel dünnes Papier damit klebt, dass sich das mit der Zeit verfärbt. Manche Klebemittel haben halt Lösungsmittel drin und ja, dann ist es halt nicht so schön. Deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben. Davor habe ich das jahrelang benutzt, war ja auch okay. Beim Aufkleben wie immer testen, dass ihr die Karte richtig rum gerade habt, dass ihr die sozusagen richtig aufmachen könnt und nicht auf den Kopf klebt. So, dann ist die Karte soweit an sich fertig. Wer kein Interesse hat, die Koloration zu sehen, kann eigentlich hier schon abschalten, weil jetzt folgt eigentlich nur noch das Ausmalen. Und ja, ich habe, wie meistens für Digistempel, benutze ich Aquarellstifte und Wassertankpinsel. Dabei nehme ich, wie hier zu sehen,
die Farbe direkt von der Spitze auf und übertrage sie dann auf das Papier. Wie immer, schwarz ist eine, ich sag mal, fiese Farbe, aber um die Tiefe in schwarz reinzubekommen, müsst ihr halt in Graustufen arbeiten. Und damit fange ich halt auch an. An einerseits ist das auch mit Grau sehr schön, die weißen Bereiche zu schattieren, aber ihr könnt halt auch schwarze Flächen damit schon mal, ja, ich sag mal, in Grau einfärben und dann langsam dunkler werden. Der erste Anstrich ist bei mir meistens wirklich sehr fein bzw. sehr zart. Das heißt, die Farbe ist noch gar nicht so intensiv, wie das am Ende dann sein wird, weil ich einfach erstmal sehen möchte, wo kommt die Farbe überhaupt hin. Und meistens habe ich mir dann auch irgendwo gedacht, das Licht kommt zum Beispiel in dem Fall von oben oder von oben links. Und versuche dann halt dementsprechend gewisse Bereiche heller zu lassen und die anderen halt kräftiger zu schattieren. Weil von der einen Seite kommt Licht, das heißt, der Schatten sitzt dann auf der gegenüberliegenden Seite oder halt drunter. Kleidung und Elemente am Körper werfen halt auch Schatten und ja, so gehe ich halt vor. Auch wenn die Karte jetzt für einen 20-Jährigen war, habe ich dann gedacht, irgendwie der junge Mann sieht so kindlich aus, der kann auch rosa Wangen vertragen. Hier habe ich auch schon angefangen, die Haut so ein bisschen einzufärben. Ich meine, da ist nicht wirklich viel, bis auf das Gesicht sind die Flächen relativ klein. Die Augen sind übrigens blau. Und ja, hier versuche ich auch schon so ein bisschen zu schattieren bzw. die dunklen Bereiche auszuarbeiten. Und ja, wichtig bei Aquarell ist, dass man halt schichtet und man kann das Papier, zum Beispiel was ich benutze, ist für Laserdrucker geeignet. Das heißt, das Motiv ist auch mit Laserdrucker gedruckt. Ich habe nicht das Problem, dass ich mit meinem Wasser, wenn ich dran gehe, auch an die Linien, dass sich das Ganze irgendwie verschiebt oder dass die Pigmente sich lösen. Ich habe das noch nicht wirklich mit Aquarellmarkern ausprobiert. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Bis jetzt hatte ich auf jeden Fall keine Schwierigkeiten. Ich habe nur Bedenken, wenn ich zum Beispiel mit Distress Reinkern arbeite, weil ich da viel mehr Wasser benutze und das Papier, ja, das nimmt das irgendwie nicht so gut auf und ja, deswegen habe ich mich zumindest bei Liegestempeln tatsächlich so langsam dafür entschieden, wirklich mit Aquarellstiften zu arbeiten und so habe ich ein bisschen Abwechslung. Wenn ich direkt stempeln kann und ich habe den Stempel zur Hand, dann ist Aquarellpapier die erste Wahl in der Regel. Aber bei Digi-Stempeln muss ich halt so ein bisschen aufs Papier achten und ja, da ist das halt diese Kombination mit den Aquarellstiften die beste für mich. Ich habe auch jahrelang zum Beispiel mit den Stiften direkt aufs Papier gemalt und habe dann aber festgestellt, nachdem ich dann mit den Distress-Reinkern angefangen habe, dass mir das irgendwie nicht gefallen hat und ich konnte dann irgendwann auch diese Striche sehen, die vorher mir irgendwie total entfallen sind. Ja, nach dem ersten Anstrich habe ich jetzt angefangen, mit Brauntönen schon so ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Das heißt, es ist ein etwas dunklerer Farbton als zum Beispiel jetzt die Haare oder die Haut. Und damit habe ich auch in der Kleidung, die eigentlich grün ist, so ein bisschen Schatten gesetzt, weil das einfach die Farbe noch ein bisschen besser raushält, würde ich sagen. Und hier haben wir schon den schwarzen Stift im Einsatz. Die Flächen, die wirklich dunkel sind oder der, sag ich mal, krasse Schatten, die male ich mit Schwarz. Und das ist so meistens so der letzte Schritt und dann sind wir so gut wie fertig. Die Hose soll ja natürlich auch, die war von Anfang an schwarz geplant. Nur wie gesagt, wenn ihr etwas komplett nur in Schwarz ausmalt, dann verliert ihr die Struktur und da ist es halt wirklich einfacher mit Grau zu starten und dann einfach dunkler zu werden, ein bisschen mehr zu schattieren.
Selbst im Haar kommt so ein bisschen Schwarz zum Einsatz. Wie ihr seht, drehe ich mir auch das Bild so, wie ich das gerade brauche, weil die Flächen wirklich sehr fein sind. Also das ist auch so viel einfacher, ja, von der Hand dann in passende Richtung zu anzumalen, wenn man das einfach dreht. Damit man so ein bisschen Bewegung imitiert, habe ich ein bisschen grau schattiert um den Jungen herum und auch sozusagen diese Bewegung des Balls, die habe ich ein bisschen kräftiger rausgeholt, genauso wie auch das Netz und ein bisschen sozusagen den Schatten von dem Balken. Es ist leider ein bisschen schwierig, im Video so ein bisschen festzuhalten, wie stark das schimmert. Hier könnt ihr dann das Emboste ganz gut sehen und auch ein bisschen den Glanz von den Pailletten. So, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.